Okay, ja, willkommen zur vierten Textindizierungsvorlesung. Genau, letztes Mal haben wir uns einen Suffix-Array-Konstruktionsalgorithmus angeguckt, der in Linearzeit läuft, der von Professor Sanders, Juha Kärkkönen und Stefan Burkhardt gemacht wurde. Wir haben uns einen LCP-Konstruktionsalgorithmus angeschaut, von Kasai und al., der das LCP-Array in Linearzeit berechnet. Und wir haben den Algorithmus durchgerechnet und nicht. Genau, durchgerechnet. Die Berechnung hier. Immer da irgendwas? Genau. Und dabei, der basierte auf der auf einer die der basierte genau der basierte auf dieser Ungleichung, dass das LCP-Array immer nur länger wird, wenn man zum nächst kleineren Suffix wenn man die Suffixe in inverser Array in String-Order anschaut, beziehungsweise nein, über das inverse Suffix-Array das nächstkleinere raussucht. Und das ist, was der Algorithmus macht. Für jeden String, beispielsweise den ersten, der hier Banana ist, wird der verglichen mit dem nächstkleineren. Und den nächstkleineren findet man über das inverse Suffix-Array, indem man im inversen Suffix-Array den Wert vom inversen Suffix-Array nimmt, eins abzieht und danach wieder im Suffix-Array guckt. Das liefert den nächstkleineren. Ja, bei Banana ist das der Anana drüber? Bei dem nächsten String, nämlich Anana, Anana, ist der vorhergehende String der nächstkleinere Anna. Ja, und das ist, was der Algorithmus macht. Er nimmt immer den nächstkleineren. Bei Nana ist der Vorhergänger Na. Und deswegen und aufgrund dieser Eigenschaft, die da oben dran steht und nicht bewiesen ist, kann man sich den LCP des vorhergehenden Durchlaufes merken und an dieser Stelle neu ansetzen und gucken, ob er an dieser Stelle länger ist. So, gestern gefiel mir nicht ein, warum das der Fall ist. Ich habe es dann nachgeschaut, sieht man das? Und da uns Zeit mangelt, habe ich das aufgeschrieben und wir gehen das mal kurz durch. Ich habe es nicht auf Folien gepackt, weil das nicht unbedingt Klausurstoff ist, sowas auswendig zu lernen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwas in diesem Bereich dran. Genau, also der Beweis ist zu zeigen, dass das LCP von den inversen, also der Position im inversen Suffix Array i größer oder gleich der eins vorhergehenden Position im Suffix Array der LCP-Wert minus 1 ist. Ja? Das ist ein L, das ist ein C. Tut mir leid. Okay, das ist, was zu zeigen ist. Darauf basiert dieser ganze CLAP-Algorithmus. Ich nenne einfach das hier mal L, also dieser rechte Teil. Man wird irgendwie zeigen, dass das hier, man wird das hier irgendwie untersuchen und dann das Rechte irgendwie darin suchen und damit zeigen, dass das immer nur größer werden kann. Also zeigen, dass das größer ist als das da. Deswegen nennen wir das hier mal L. Genau, wenn L irgendwie 1 ist oder 0 ist, dann ist das irgendwie sehr einfach, weil das LCP-Array niemals negativ wird. Deswegen ist, wenn hier eine 0 oder eine minus 1 steht, ist das offensichtlich erfüllt, ja. Also die Fälle, wenn L kleiner gleich 1 ist, also 0 oder 1, sind offensichtlich klar. Es ist also irgendwie größer als 2, ist das größte Problem, ist das Problem. Okay, was man sich jetzt macht, was man jetzt überlegt, ist eigentlich genau das, was der Algorithmus macht. Ja? Ich schaue mir, ich suche, ich betrachte den hier und betrachte mir das LCP. Das LCP, jetzt male ich doch noch mehr Sachen. Das LCP von irgendeinem Eintrag hier ist dadurch bestimmt, durch die beiden Positionen bestimmt, nämlich der da steht und der vorhergehende. Ja, das ist das, was ja auf den Folien hier beispielsweise ist. Der LCP bezieht sich immer auf den aktuellen, an dieser Stelle stehenden Suffix und den Vorgänger. Und deswegen nehme ich hier den Vorgänger zu dem, was hier drinnen steht. Ja, das inverse Suffix L von i minus 1. Minus 1. Und das ist das nächst kleinere Suffix. Und das Ding hat halt tatsächlich auch einen besonderen Namen. Das heißt nämlich einfach phi von i. Das ist das sogenannte phi-Array. Für jede Position i liefert das phi-Array den nächst kleineren Suffix. Und das ist der, mit dem ich den LCP berechnen muss. Ja, also genau. Der LCP von dieser Stelle gleich L bedeutet, dass das Suffix si minus 1 und das vorhergehende, was ich irgendwie jetzt mal k genannt habe, damit das hier unten reinpasst, dass die L gemeinsame Zeichen haben.
Ganz einfach. Das ist die Definition von dem LCP. Das ist gleich L. Deswegen suche ich hier im Prinzip hier oben einfach nur die beiden Suffixe, für die diese Beziehung gilt. Und die kann man natürlich ein bisschen ausschreiben. Also das ist SI-1. Das ist das Suffix an der Stelle I-1. Und das Suffix K, welches K ist das nächstkleinere Suffix von I-1. Und dann kann man sich das überlegen, K einfach mal so benennen. Gesundheit. Und das LCP ausschreiben. Ja? Das LCP ist die Länge L. Das fängt bei I-1 an in dem String und das ist gleich K und dann L-1 Buchstaben weiter sind gleich und der Lte ist ungleich. Das ist die Definition des LCPs. Okay? Also. So, aus den Beziehungen kann man jetzt einfach den ersten Buchstaben entfernen. Ja, ich überlege mir, die sind alle gleich, aber eigentlich interessiert mich dann in dem nächsten Schritt die Suffixe mit 1 weniger. Und aus dem ist irgendwie offensichtlich, ja, wenn ich diese Folgen vorne 1 abschneide, bekomme ich diese Folgen. Und das Ungleiche natürlich auch, aber das ist halt noch immer die gleiche Stelle, die ungleich ist, deswegen hat sich da nichts getan. Ja? Also hier habe ich plus 1 gemacht überall, auf beiden Seiten. Ja? Das war's. Und die Beziehung, die jetzt hier dasteht, zusammen mit der, sagt einfach, dass das LCP von dem Suffix an der Stelle i und dem Suffix k minus plus 1 mindestens L minus 1 ist. Ich schneide einfach den ersten Buchstaben ab von diesen beiden Suffixen. Hat sie erstmal noch nicht viel getan. Das ist aber die Beziehung, die jetzt nachher uns was den LCP an der Stelle ISA von i aussagen wird. Denn dieses, was hier steht, ist ja eigentlich was anderes. Das ist das LCP von, das sieht man aber auch was. LCP von ISA von i entspricht das, genau, das ist LCP von diesmal nicht das Array, sondern einfach nur die längsten Common Präfixe von SI-1, nein, Entschuldigung, dem vorgehenden, dem Phi quasi von I, Phi von I und SI größer gleich L-1 ist. Das ist zu zeigen. Ja? Das ist das, was hier oben steht. Und das hier ist das LCP von S von SA, von ISA, von I, minus 1 und SI. Das ist der Vorgänger, das nächstkleinere Suffix. Und das heißt K. Ja, das ist nämlich das, was K hier oben ist. Bis auf das minus 1. Okay. Okay, genau. Wir wissen diese Beziehung hier, dass SI, genau, das ist LCP von diesem Suffix SI und dem Suffix SK plus 1, und SK plus 1 steht hier oben irgendwo, das K plus 1 steht hier oben irgendwo, größer gleich L minus 1 ist. Das sind zwei tatsächlich irgendwo liegende Suffixe im Suffix Array. Ja, weil man einfach den ersten Buchstaben abgeschnitten hat überall. Und deswegen ist es genau, gehen wir mal zu dem. Ja, wenn ich zwei Suffixe hier habe, beispielsweise die beiden, die beiden, und schneide irgendwie zwei vorne ab, ein Buchstaben vorne ab, dann liegen die möglicherweise irgendwo. Ja? Da liegen die beispielsweise, also der eine liegt, der Nanana liegt hier unten und der darüber liegende Anana liegt da. Ja? Also er hat erstmal keine Beziehung zueinander. Genau. Aber man kennt tatsächlich eine ganze Menge über die Reihenfolge dieser Suffixe. Beispielsweise ist SK kleiner als SI-1. Ja? Das liegt daran, dass SK das nächstkleinere Suffix von von I-1 ist. So war K hier oben definiert. Ja, das ist diese Definition. So, und außerdem weiß man, dass SK gleich SI-1 ist, wegen des LCPs.
das insbesondere, naja, größer als das L ist halt größer gleich 2 hier an der Stelle. Ja? Deswegen ist dieser erste Buchstabe gleich. Und daraus kann ich folgern, dass das SK plus 1 und das SI, also wenn ich hier überall wieder plus 1 mache, wieder in der gleichen Reihenfolge im Suffix R stehen, weil der Buchstabe gleich ist. Ich schneide den gleichen Buchstaben vorne ab. Die Suffix Array garantiert mir, dass alles, was hinten dran an dem Suffix Array in der gleichen Reihenfolge woanders auftritt. Ja, weil der kleiner gleich ist, die beiden sind gleich, damit sind die beiden kleiner. Und das ist tatsächlich auch alles, was ich brauche. Ja? Denn jetzt weiß ich etwas über die Reihenfolge dieser beiden Suffixe hier, in diesem LCP. Und dadurch, dass der hier kleiner ist als der hier und das LCP von dem einen zu dem anderen größer als L minus 1 ist, müssen alle Suffixe zwischen K plus 1 und I ein LCP haben, der größer als L minus 1 ist. Dieser Bereich kann tatsächlich leer sein. Und insbesondere wenn L irgendwie kleiner als 2 ist, ist der häufig leer. Ja? Okay, das ist der formale Beweis, wie man das durchrechnet. Und darauf basiert der CLAP-Algorithmus. Ja? Genau, wir haben uns dann mit Datenkompression beschäftigt, mit erstmal Entropie. Über Datenkompression. Über die Entropie, was mir sozusagen sagt, mit dem ich die Redundanz aus einem Text über das Alphabet herausziehen kann. Dann über die höhere Ordnung, Entropie-Höherordnung, wo ich die vorhergehenden Zeichen auch noch betrachte. Die kann man auch im Suffix-Array ablesen. Und jetzt geht es tatsächlich an einen Kompressionsalgorithmus, oder sogar, vielleicht sogar zwei Kompressionsalgorithmen. Die sind wörterbuchbasiert. Und ein Wörterbuch ist einfach nur eine Liste von Symbolen oder mehr als einem Symbol. Und ich versuche aus dieser großen Liste von Symbolen, die halt irgendwie nummeriert sind, geschickt die Zahlen in einer Reihenfolge zu enumerieren, sodass das der ursprüngliche Text ist. Bei Volltextmaschinen betrachtet man ganz gerne das Alphabet, sodass das irgendwie die ganzen Wörter sind. Weiß eigentlich nicht, warum das hier drin ist. Genau, und der Algorithmus, den man in der Vorlesung hier lernt, ist der LempelCIF 78. Es gibt verschiedene Varianten von LempelCIF. Ich habe gestern ein bisschen über Kompressionsalgorithmen erzählt. LempelCIF war ein paar Forscher, das irgendwie ganz viele Algorithmen entworfen hat. Nachher haben die Grundidee ist dabei immer, ein Wörterbuch zu haben, ja, und also ein Wörterbuch irgendwo im Speicher zu haben und der Text ist mittels dieses Wörterbuchs kodiert, indem man zurückschaut indem man Symbole aus dem Wörterbuch rausnimmt, um den String quasi aufzubauen oder zu kodieren oder zu dekodieren. Dabei gibt es verschiedene Ansätze, wie man das Wörterbuch baut. Man kann das Wörterbuch mitgeben, ja? Man kann irgendwie das Wörterbuch konstruieren und dann beispielsweise dem komprimierten Text hinten dran anhängen. Die LempelCIF-Sachen, die sind jedoch ganz besonders, weil sie das Wörterbuch nicht explizit mitliefern, sondern on the fly während des Algorithmuses generieren. Und das ist extrem cool und liefert ja, sehr schöne Klausuraufgaben. Und LempelCIF ist nicht nur irgendwie was Akademisches, sondern das ist das, was in dem ursprünglichen ZIP-Algorithmus namens Deflate verwendet wird. Also wenn ihr eine ZIP-Datei habt, dann ist da LempelCIF drin. In GZIP verwendet heutzutage immer nur LempelCIF. Also, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber es ist eine Kombination aus LempelCIF plus anderen Kodierungen der eigentlichen Symbole, die dann da rauskommen. Und den Algorithmus möchte ich euch einmal vorführen. Denn es gibt hier zwei, also es gibt zwei Algorithmen. Einmal der Kodierungsalgorithmus, der eine Zeichenfolge nimmt und die Zeichenfolge in eine Folge von Zahlen umwandelt. Und diese Folge von Zahlen sind dann tatsächlich kodierte Buchstaben. Buchstaben oder mehr als ein Buchstaben. Und dafür gibt es eine Dekodierung. Und das Einzige, was zwischen Kodierung und Dekodierung übertragen wird, ist diese Folge von Zahlen und nicht das Buch und das Alphabet. So, das ist hier das Beispiel. Und wir machen den Algorithmus einmal durch.
Und zwar fängt der Algorithmus, sieht man das? Genau, das ist irgendwie ein Text, den ich mir überlegt habe. Und man fängt damit an, dass das Dictionary ist eine Menge von Symbolen und die Zahlen, die dieses Symbol hat. Und genau, das erste Symbol wird einfach, also man hat irgendwie eine Eingabe oder man hat mal P hin, ja? Also hier gibt es eine Tabelle jetzt gleich. P und der Ausgabe, der Output. Und ich glaube, das war es, was ich brauche. So, in der ersten Stufe ist einfach P das erste Symbol, nämlich A. So, fertig. Ja? Dann wird hier in dieser Schleife immer nachgeguckt. Das P wird jetzt also schrittweise mehr. Ja? Das P wird schrittweise um die Zeichen noch ergänzt. Und jedes Mal wird nachgeguckt, ob die Buchstaben Konkatenation bereits im Wörterbuch drin enthalten ist. Wenn ja, dann wird dieses bereits vergebene Symbol als Output geschrieben. Wenn nein, dann wird der vorhergehende Präfix des aktuellen Patterns als neues Wort ins Wörterbuch eingefügt. Okay, kompliziert ausgedrückt. Mein Aufschrieb nicht, dass ich mal irgendwas falsch mache. Genau, also im ersten Schritt gibt es keine Ausgabe. Im zweiten Schritt wird an das Pattern der nächste Buchstabe dran angehängt. Ja? Also das ist irgendwie. Genau, das ist diese Zeile, die hier in dieser Schleife geprüft wird. P, der aktuelle Puffer plus das neue Zeichen, ob das schon im Wörterbuch drin ist. Die Antwort ist nein, es ist nicht drin. Und deswegen wird der vorhergehende P, also der vorhergehende Präfix bis auf das aktuelle Zeichen, nachgeguckt im Wörterbuch, was es ist, und in dem Fall ist es irgendwie Symbol Nummer 0, und das wird ausgegeben. Dazu kommt, dass das aktuelle nicht bekannte Pattern einen neuen Eintrag im Wörterbuch bekommt. Und dadurch wird dieses Wörterbuch on the fly aufgebaut. Ja, AB bekommt hier die neue Nummer 2. Ja, übrig bleibt hier nur noch mein B-Symbol, und dann nehme ich das nächste. Das ist ein A. Habe ich wieder das Problem, das kommt nicht im Wörterbuch vor, nämlich den Präfix spalte den hier ab. So, B hat die Nummer 1, mir bleibt ein A übrig. So, nach dem A, B, BA kommt noch ein B. Das sind hier. So, und diesmal kommt es im Wörterbuch vor, das ist nämlich AB. Ja? Wenn es im Wörterbuch vorkommt, dann verlängere ich mein Pattern. Ja? Da passiert erstmal nichts. Der nächste Buchstabe wird einfach schon angefügt. Das ist jetzt wieder nicht im Wörterbuch. Dadurch wird dieses Teil aus dem Wörterbuch entnommen und der neue Wert als neues, der vorhergehende Wert. Achso, nein, der vorhergehende ist bereits drin. Genau, und es bleibt A übrig. Weit richtig. Genau. So, wir sind hier. Als nächstes kommt ein B. AB ist wieder im Wörterbuch drin, da passiert nichts, ja? Der Pattern wird immer länger. B ist jetzt das nächste, wir sind hier. Genau, und das bisherige Pattern ist jetzt wieder nicht im Wörterbuch drin, deswegen nehme ich mein AB. Speichere die 2 in den Ausgabestrom und übrig bleibt ein B. Jetzt sind wir, 2 Bs haben wir schon gelesen, jetzt kommt das nächste B. 2 Bs haben wir schon gelesen, genau. Das ist wieder nicht im Wörterbuch, deswegen muss ich den ersten Buchstaben abspalten, kommt ein 1 raus, bleibt übrig mein B. Jetzt habe ich 1, 2, nee, das ist das dritte B, was ich hier lese. Das ist nicht im Wörterbuch. Wenn es nicht im Wörterbuch ist, muss ich das P vorne wieder abspalten. Es ist schon drin.
B. Ja, du hast recht. A, B. Ja, du hast recht, richtig. An der Stelle, okay, malen wir mal die Stellen rein. Du hast recht. Hier, diese Stelle liefert einem das da. Ah, deswegen kommt es ja. Diese Stelle liefert einem das da. Diese Stelle liefert mir wieder Neues. Und jedes Mal, wenn ich ein Output-Symbol schreibe, kommt ein neuer Wörterbucheintrag. Deswegen bin ich gerade sehr verwirrt hier, dass das nicht passt. Okay. So, hier ist es wieder nicht drin. BB ist, genau, ist nicht drin. Genau, das müsste BB liefern. Ah ja, genau, und deswegen ist das nächste auch wieder drin. Ja, BB ist Nummer 6. Deswegen ist das hier drin. Deswegen war ich gerade verwirrt. Ja. Genau, BB ist drin, deswegen hänge ich das letzte A noch dran. ABB ist nicht drin. Deswegen kommt, spalte ich mir mein B vorne ab, deswegen kommt hier eine 6 rein. Übrig bleibt A und 0. A und 0 ist nicht drin, das müsste man, genau, jetzt müsste ich mir das hier eintragen. So. Genau, A und 0 ist wieder nicht drin, deswegen nehme ich mir. Ach so, danke. Ich sehe das hier nicht. Genau, A wird rausgeschrieben, fängt mit 0 und wenn eine 0 da ist, kommt irgend so eine Art Terminierung raus. Ja? So. Ja, genau. A und 0 müsste theoretisch auch noch einen Eintrag hier geben. So. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das funktioniert. Was habe ich denn hier gemacht? Ich sehe schon, das gibt nicht ganz das Gleiche, weil ich ein B mehr kodiert habe. So. Das ist das, also wenn man sich überlegt, was alles kodiert ist, alles, was hier in den eckigen Kästen ist, ist das, was kodiert wurde. Und ich habe hier vier Bs kodiert. Okay. Der Rechner macht das natürlich richtig. Ich mache das nicht richtig. So. On the fly meine Eingabe geändert. Genau. Was ich jetzt gerade behauptet habe, es gibt kein Wörterbuch, es wird nichts übertragen außer den Zahlen. Ja? Und irgendeine Terminierung. Und das andere, was übertragen wird, ist das Alphabet, nämlich A und B. Oder wenn das Alphabet so einfach ist, dass man das tatsächlich sowieso weiß, dann wird halt gar nichts übertragen. Das ist jetzt erstmal. Sieht erstmal, wie viele Buchstaben sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind 8 und mein Pattern oben hatte 11. Ja? Also es ist ein bisschen kleiner geworden. Die Frage ist natürlich, wie ich meine Zahlen abspeichere. Aber die Zahlen speichert man natürlich mit irgendwas ab, was die häufigen Buchstaben klein mit wenigen Bits abspeichert. Jetzt gucken wir erstmal nach, ob man das wieder dekodieren kann. Dekodierung funktioniert folgendermaßen. Ja? Ich nehme mir immer dieses Symbol, das aktuelle, gucke damit in meinem Wörterbuch nach und füge den neuen Wörterbucheintrag hinzu, der quasi bei der Codierung schon auch hinzugefügt worden wäre in diesem Schritt. Und damit synchronisiert sich das Wörterbuch und die Dekomprimierung und Dekomprimierung automatisch. Die 0 wird irgendwie auf das Symbol dekodiert. Das ist das C1. Soweit gut. Die 1 wird auf B dekodiert und jetzt passiert was? Hier drüben. Ja. Es wird ein neuer Eintrag im Wörterbuch gemacht und zwar, wenn das CI, also das B, irgendwie im Wörterbuch drin ist, dann wird der vorhergehende String plus das erste Zeichen der Dekodierung des aktuellen hinzugefügt. Und das vorhergehende ist das da. Das erste Zeichen ist AB. Damit kommen wir wieder zu unserem AB mit der Nummer 2. Und das benutzen wir auch noch gleich, ja? Denn die 2 hier ist im Wörterbuch, ja? AB.
Und da es im Wörterbuch ist, nehmen wir den vorhergehenden Buchstaben, den vorhergehenden String, konkateniert mit dem ersten Buchstaben des aktuellen. Und das ist BA. Jetzt spicken wir mal kurz nach oben, ob wir soweit noch schon richtig sind. Ja? Also das erste ist AB, das zweite ist BA. Ja, sieht ganz gut aus soweit. Mal weiter. 2 wird wieder abgebildet auf AB. So genau, und genau, da das AB, das ist schon im Wörterbuch, aber ich muss trotzdem die gleiche Regel folgen. Es wird nämlich AB gefolgt von dem ersten Buchstaben des aktuellen hinzugefügt, mit der Nummer 4. Ja, und so weiter und so fort. 1 wird abgebildet auf B. Und wieder hinzufügen, den aktuellen, den vorhergehender plus dem aktuellen, dem ersten Buchstaben des aktuellen. Okay. Und dann spicken wir nochmal. 4 war AB, das passt. 5 war ABB, passt soweit. Und 6 ist jetzt nicht im Wörterbuch. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert, denn das habe ich nicht vorgerechnet. Jetzt habe ich tatsächlich irgendeinen Fehler gemacht, oder was? Weil ich kein. Ah, okay, ja, richtig. Jetzt kommt dieser Sonderfall hier ins Spiel. Wenn mein Buchstabe CI nicht im Wörterbuch ist, dann darf ich den zweiten Fall hier machen. Nämlich ich füge die beiden vorhergehenden zusammen. Also das ist der vorhergehende Buchstabe, das ist nämlich BB und gebe dem neuen Symbol und das ist die Ausgabe da davon. Jetzt habe ich doch tatsächlich noch geschafft, diesen Sonderfall hier reinzubringen. Okay, 0 kennen wir, das ist A. Und in der Theorie müssten wir jetzt noch einen Wörterbucheintrag erzeugen, nämlich BBA, Nummer 7. Und jetzt lesen wir noch unser Terminierungssymbol und dann sagen wir, es ist Schluss. Und durch diesen Sonderfall hat sich diese BB-Regel hier erzeugt. Okay, lesen wir uns nochmal das ist A, B, A, B, A, B und dann kommen drei Bs und A. Ja? Ich habe ein B hier, es sind vier Bs in der Reihenfolge, ich habe eins vorher mehr kodiert, als ich eigentlich wollte, aber es hat trotzdem funktioniert. So, das ist ein echt toller Algorithmus, weil er quasi Kompression und Dekompression in Synchron macht und das Wörterbuch synchron erzeugt. Was hat der für Probleme? Die Probleme, die der hat, sind, dass das Wörterbuch insbesondere sehr, sehr groß sein wird und man muss jedes Mal in diesem Wörterbuch drin suchen. Und das ist auch der Grund, warum ZIP halt und GZIP und alles so langsam ist, also die Kompression langsam ist und die Dekompression schneller ist, weil bei der Kompression immer irgendwo in Tabellen gesucht wird, um einen möglichst guten Vorgänger von der aktuellen Tiefe gesucht wird. So funktioniert das. Okay, Fragen? Keine Fragen. Muss man mal selber nachrechnen, damit man das glaubt. Und ich garantiere euch, also beim ersten Mal das Nachrechnen funktioniert das nicht. Hier gibt es ein schöneres Beispiel, allerdings mit weniger Erklärung. Ja? Also ein längeres Beispiel mit weniger Erklärung. Okay, genau. Das Problem ist halt, dass das Wörterbuch sehr groß sein kann und die Sachen, die man da machen kann, ist halt zyklisch irgendwie das Wörterbuch rausschreiben, ja? Also Entschuldigung, das Wörterbuch nicht rausschreiben, das verwendet man, sondern einfach löschen und neu anfangen, ja? Dadurch wird die Kompression länger. Man nennt die Strings in dem Wörterbuch auch LZ-Faktoren. Das ist irgendwie so man kann einen String in seine LZ-Faktoren zerlegen und damit dann andere Kodierungen machen. Die eigentlichen Zahlen, die ich da irgendwie hingeschrieben habe, kodiert man dann noch zusätzlich mit Huffman-Coding oder Arithmetic-Encoding oder den neueren Verfahren, die es da gibt. Ja, genau. Und heutzutage, also es wird in ZIP verwendet. Das ist nichts irgendwie. Also es gibt zwei Varianten von LZ. Das eine ist das hier gezeigte LZ78 und das LZ77 ist das, was in ZIP verwendet wird. Das ist ein bisschen allgemeiner. Da gibt man dann an, wie weit man zurückspringt im Text und wie lange der Teil ist, der dort ausgeschnitten werden soll. Solche Sachen.
Okay, Fragen dazu? Sonst, das ist das erste Kompressionsverfahren, das wir in der Vorlesung lernen hier. Und wir haben noch ganz viele andere Dinge zu machen. Das zweite ist basiert auf der Burroughs-Wheeler-Transform. Die Folien sind von Simon Gock, die hat er letztes Jahr gemacht. Diese Folien sind sehr gut, aber es sind sehr viele. Okay, Burroughs-Wheeler-Transform ist eigentlich nur eine Umordnung des Textes, aber eine sehr, sehr geschickte Umordnung des Textes. Und das ist die Basis für die Textkompression, für die Kompression von BZIP2, wer das kennt. Aber diese Burroughs-Wheeler-Transform hat noch viel weitreichendere Anwendungen, nämlich es ist die Basis für ganz viele komprimierte Textindexe, wo man in dem komprimierten Text suchen kann, ohne eigentlich eine Dekompression vorzunehmen. Und das ist eigentlich etwas, was ganz erstaunlich ist. Man kann seinen Text runterkomprimieren auf Carter Order Entropy und trotzdem darin suchen. Ja? Und man bekommt am Ende das Ergebnis raus. Der Index ist dann häufig kleiner als der Text überhaupt. Und es gibt dann noch spezielle Self-Indizes, wo man den Text aus dem Komprimierten rekonstruieren kann. Und alles die Basis dafür ist Burroughs-Wheeler-Transform. Und da gibt es die schöne Anekdote, dass Burroughs und Wheeler, die ihr Paper ursprünglich bei der DCC, also der Data Compression Conference, eingereicht hat und das wurde mal glatt abgelehnt. Und da waren sie so sauer und das haben sie dann nur noch als Technical Report veröffentlicht. Also nicht, und heute ist es halt die Basis für ganz viele Algorithmen. Also nicht eine Ablehnung eines Papers bedeutet nicht, dass der Inhalt schlecht ist, sondern vielleicht auch nur, dass es nicht verstanden wird. Okay, was ist die Burroughs-Wheeler-Transform? Es ist einfach nur eine Umordnung eines Textes. Das ist so eine kleine Wiederholungsfolie. Ja? Wir können ein Suffix-Array konstruieren. Suffix-Array ist einfach die Suffixe eines Textes in lexikografischer Ordnung. Also eigentlich nur eine Permutation. Ja? Daraus kann man den Suffix-Tree bauen, bla 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 bla. Bla bla bla. Genau. Das ist hier der Text. Die Burroughs-Wheeler-Transform ist eigentlich, erklärt man so, dass man den Text alle zyklische Rotationen des Textes auflistet. Und es gibt so eine schöne Matrix hier. Wenn ich also den Text irgendwie zyklisch nach vorne in jedem Schritt rotiere, bekomme ich diesen Text. Das ist also so ähnlich wie diese Eingabe zu dem Suffix-Array-Konstruktion, weil es das gleiche, das sind die Suffixe hier, aber man denkt sich die zyklisch rotiert. Und genau, das sind die verschiedenen zyklischen Rotationen, das definiert man sich einfach T hoch. Und was man dann macht, ist, man sortiert diese Matrix, diesmal eine Matrix, und das ist eigentlich der gleiche Vorgang wie bisher, es ist einfach Suffix-Sorting, aber mit diesem zyklischen Rest hinten dran. Und der ist halt auch das, was eigentlich dann Bedeutung gewinnt hier, denn, Entschuldigung, meine Güte, die letzte Spalte in dieser zyklischen sortierten Matrix nennt man Burroughs-Wheeler-Transform. Das ist einfach erstmal so. Wahrscheinlich haben die an ihrer Tafel irgendwas gemalt und dann festgestellt, das sieht ganz toll aus. Ne? Okay, diese Spalte hier hinten hat aber ganz lustige und seltsame Eigenschaften, die man algorithmisch sehr gut ausnutzen kann. Es ist einfach erstmal nur diese Spalte. So. Und die Konstruktion, die hier jetzt irgendwie vorgezeigt ist, ist auch irgendwie asymptotisch ganz schlecht. Aber dank den Vorlesungen vorher wisst ihr, dass das schon schneller geht, ja? Denn diese Spalte ist einfach das Symbol, was im Suffix-Array an der Stelle 1 vorher, 1 vor jedem Suffix im Text steht. Dann natürlich zyklisch gedacht, ja? Hier irgendwie, das war dieser Text, der war la, lang, das ein 1 vor diesem A, welches ist das Suffix-Array hier, also das sind so sortierte Suffixe, 1 vor diesem A ist einfach das L, das ist einfach der eine Buchstabe da davor. Damit ist diese Laufzeit komplett Quatsch. Genau, ihr könnt das alle inzwischen in Linearzeit konstruieren. Okay, man nennt die letzte Spalte auch L, weil last, weil letzte Spalte, und die erste Spalte F, weil first. Ja, das sind einfach erstmal Benennungen. Und first ist auch einfach nur die ersten Buchstaben in Suffix-Array-Reihenfolge. Und die sind natürlich auch immer sortiert.
Soweit haben wir jetzt irgendwie den Kontext von Suffix Array ein bisschen größer gemacht und quasi eigentlich nur zyklisch rotiert. Was kann man damit machen? Eine ganze Menge stellt sich heraus. Genau, das war, was ich gerade gesagt habe. Ihr wisst alle schon, wie man das irgendwie in Linearzeit konstruieren kann. Ja? Wenn man Professor Sanders Algorithmus weiß, wie der funktioniert. Genau, das habe ich gerade alles gesagt. Genau, man nennt das L und ja, man kann es aus dem Suffix Array konstruieren, indem man den Text von Suffix Array i minus 1 anschaut. So auch gerade, was ich gesagt habe. Ja? Das ist, manche sagen, das ist die Definition. Ich definiere das ganz gerne so, weil die BWT ist einfach T von SA von i minus 1. So, bla. Ja, er hat sehr, sehr viele Folien gemacht. Genau. Ja, genau. Die BWT besteht eigentlich nur, die BWT selbst ist einfach nur, die sind einfach nur die Buchstaben in dieser letzten Spalte von dieser zyklisch rotierten und sortierten Matrix. Das ist alles, was man mitgeliefert bekommt, wenn man irgendwie eine BWT bekommt. Aber das Tolle ist, aus dieser letzten Spalte lässt sich A, die First-Spalte generieren und B, lässt sich der ganze Text rekonstruieren. Und das ist erstmal erstaunlich, dass das geht. Genau, die erste Spalte, wenn man die L-Spalte hat, kann man die F-Spalte einfach daraus generieren, dass man die Zeichen sortiert. Ja, wer hätte es gedacht? Weil die sind sortiert und es sind die gleichen Zeichen. Okay? Und wenn man die L- und F-Spalten kombiniert, kann man mit diesen beiden den kompletten Text erzeugen. Und das geht einfach daran, einfach so, dass man die beiden Spalten hintereinander schreibt und dann nach der erst nach also na, komponentenweise sortiert. Und das war's. Genau, ich glaube, die Folien gehen so, ja. Das ist die letzte Spalte. Das ist die BWT. Ich sortiere die Spalte und schreibe die BWT, genau, die BWT vor die F-Spalte. Und wenn man dann danach sortiert, macht man quasi einen Schritt rückgängig in dieser zyklischen Umordnung. Wenn man das ein paar mehrfach macht, wieder die BWT vorne hinschreibt, wieder danach sortiert und so weiter und so fort, dann bekommt man, hier sieht man es am Anfang ein bisschen, ja, dann generiert man den Text, weil man im Prinzip die zyklische Permutation zurücksortiert. Erstaunlich. Und kann man sich, also ist einfach, ja, ist genial. Ist genial, aber irgendwie dann doch hat was mit den Permutationen und den Suffixen zu tun. Ja? Genial. Okay? Das heißt, wenn man einen Text hat, dann kann man daraus die BWT konstruieren in Linearzeit. Und ich kann aus der BWT den Text wieder konstruieren. Frage ist, wie lange dauert das? Und die ganzen Vorgänge, die wir hier gemacht haben, sind natürlich erstmal super teuer, weil wir müssen irgendwie n-mal sortieren. Das ist natürlich teuer. Aber es stellt sich heraus, das geht tatsächlich auch in Linearzeit. Und das ist, ja, das ist schon ziemlich cool. Okay? Ja, das steht hier alles irgendwie in viel mehr Worten. Aus BWT kann ich den Text konstruieren, aktuell halt in irgendwie dieser riesigen Zeit. Und der Schlüssel dazu ist, zur Linearzeit-Rücktransformation, ist das sogenannte LF-Mapping. Und das ist die Idee, dass ich diesen Vorgang, dieses Sortierens, brauche ich ja eigentlich nur für dieses eine, für das eine Zeichen, was in der ersten Zeile steht. Das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Natürlich wiederholt sich das in allen anderen Zeilen. Genau. Und das Last-to-Front-Mapping ist im Prinzip diese Umordnung, die bei der Permutation der ersten Zeile passiert in jedem Schritt. Und die kann man vorher ausrechnen in Linearzeit. Genau. Ist das irgendwo hier erklärt? Das ist die eigentliche Transformation. Angenommen, guck mal, wo hier das LF-Mapping gezeigt ist. Okay.
Also das Last-to-Front-Mapping ist die Position, was die Position in L, an dem der Vorgänger steht. Das heißt, es ist die Abbildung von 6 nach 1 und das ist genau das, was in dieser vorherigen Sortierung passiert. Ja? Da wird nämlich die BWT vorne dran geschrieben und dahinter steht F und der Nachfolger, nachdem es sortiert ist, ist im Prinzip das L. Ja? Das L. Genau. Genau, man möchte also diese LF-Konstruktion, dieses LF-Mapping generieren, denn wenn man das LF-Mapping hat, dann muss man nichts mehr tun, als das LF-Mapping n-mal anwenden, um den ganzen Text zu regenerieren. Was steht denn da alles? Genau, das ist irgendwie die Definition von LF. So, die LF, generiert man, genau, die LF-Berechnung, wie man eigentlich LF in Linearzeit berechnet, da benutzt man die Struktur, die in der BWT drin steckt. Irgendwie, ich guck mal, bevor ich euch erzähle, wie man die LF berechnet, ich euch mal zeigen, dass man das machen kann. Ja, hier genau, das ist die LF-Mapping. Wir gucken nachher an, wie man die eigentlich berechnet und wie man die herkommt. Aber die eigentliche Rückrechnung ist dann ganz einfach. Man fängt hinten an bei dem Dollar, sucht in der BWT den Dollar, steckt den Index von dem Dollar in das LF-Mapping hinein und es liefert einem den vorhergehenden Buchstaben in T. Das ist hier in dem Fall G. Und mit dem Index 1, mit dem nächsten Index, geht man wieder in das LF-Mapping hinein. Also der erste ist G. Genau, und mit dem Index 1 geht man in LF-Mapping, kriegt die 4 und das ist der vorhergehende Buchstabe im Text. Und dadurch kann man in Linearzeit, mit n Schritten, den Text mittels des LFs in Linearzeit konstruieren. Das ist die Art und Weise, wie man mit Linearzeit zurück mit dem LF-Mapping den Text regenerieren. Okay? So, das ist die Rückformation, Transformation. Aber es geht noch mehr, weil das LF wird nicht mitgegeben. Das Einzige, was mitgegeben wird bei Rose-Wheeler-Transform, ist eigentlich nur die BWT selbst. Die BWT selbst ist das Einzige, was man mitbekommt, was man als Eingabe bekommt in die Rücktransformation und den Text auszurechnen. Woher bekommt man LF? Und das Tolle ist, man kann auch LF aus der BWT selbst herausrechnen. Und das natürlich auch wieder in Linearzeit. Und das sind die Folien, die hier dazwischen sind. Die Berechnung von LF. Und da muss man sich überlegen, Entschuldigung, warte noch weiter, was LF eigentlich ist. LF ist diese Rücksortierung. LF möchte ich für G, genau, möchte ich für diese Position oder für jede andere Position, deren Index in F haben. Ja, also das ist die Last Front Mapping. Ich möchte für diese Position die Position in F haben. Und zwar, wenn da mehrfach die Buchstaben vorkommen, dann das jeweils in der gleichen Reihenfolge. Also dieses N soll auf dieses N abgebildet werden. So, und dafür gibt es, und der, der, wie man das, also im Prinzip ist das die Art und Weise, wie man bei dem Sortieren vorgeht. Und eigentlich muss ich jetzt sozusagen für jeden dieser Buchstaben hier den anderen suchen. Es geht aber natürlich schneller, weil ich kann mir eine Tabelle machen, wie oft jeder Buchstabe vorkam. Und genau, und die kommen auch in der gleichen Reihenfolge vor. Das liegt daran, dass das Ganze hier ein Suffix-Array ist. Das hier ist ein Suffix-Array. Da hinten stecken, hinten sind die ganzen übrigen, das ist, ja, also das ist, genau, weil das alles Suffixe sind und deswegen sind die in der gleichen lexikografischen Reihenfolge. Das ist das Suffix hier an der Stelle G. Okay.
Und daraus kann man jetzt, genau, daraus aus LF kann man, genau, LF kann man nur aus nur der Burroughs-Wheeler-Transform berechnen. Und das macht man, indem man die Häufigkeiten, die Anzahl der, ja, die Häufigkeiten, was die Anzahl der Zeichen, die kleiner sind als a, und dann die Häufigkeit sich merkt für jeden Buchstaben. Ne? Also für jeden Buchstaben merke ich mir, für jeden Buchstaben a, wie viele Zeichen kleiner sind. Das liefert mir die aktuelle Position. Und die Anzahl Zeichen, die kleiner sind in L, was? Ja, die bisherigen Vorkommnisse von dem gleichen Buchstaben. Ja? Das ist alles, was ich brauche, um die Reihenfolge zu regenerieren. Also wie häufig jeder vorkommt und wie häufig überhaupt welche vorkommen und wie viele von den bisherigen vorkamen. Okay? Genau, und das ist C, ja, das ist C und Ogg. Das sind die beiden Sachen. Genau, das ist der ganze Algorithmus, den kann man, der ist schön vorgemacht. Der Simon hat unglaublich viele Folien gemacht. Die Initialisierung von Ogg und H sind irgendwie leer. Ja? Und dann läuft man durch die BWT und möchte eigentlich nur zählen, wie häufig A die Buchstaben vorkommen und wie häufig Doppelte vorkommen. Ja? Das erste ist irgendwie G, ja? Das ist also das erste Vorkommnis von G in der BWT. Ja? Und daraus generiert man irgendwann mal jetzt LF. Genau, das erste Vorkommnis, die erste Occurrence von G. Ja, das war's schon. Genau, dann ist das nächste ist ein L. Das ist dann das zweite Vorkommnis von L und so weiter und so fort. Also ein N, zweites Vorkommnis von N und so weiter und so fort und so fort. Und das sind die Häufigkeiten von den verschiedenen und das sind die in Reihenfolge liegenden Häufigkeiten. Das ist im Prinzip so ähnlich wie die lexikografischen Namen. Ne? Und dann ja, muss man, genau, bildet man eine Präfixsumme, um den Rang in LF von den verschiedenen Buchstaben zu finden. Und dann geht man nochmal durch und, Entschuldigung, und nummeriert für jeden Buchstaben aus der BWT geht man in seinen Häufigkeits, den Ab, seinen Häufigkeits und addiert den aktuellen Häufigkeits, die aktuelle Häufigkeit dazu. Seine Gesamthäufigkeit und die aktuelle Häufigkeit. Eigentlich erinnert mich das doch sehr an Radix-Sort vom Anfang. Das ist Radix-Sort vom Anfang, nur in der Reihenfolge der BWT. Und damit ist es diese Sortierung, die in diesen Schritten passiert, nur als LF-Mapping dargestellt. Okay, und das war nochmal die Rücktransformation, dass man allein durch dem Folgen in dem LF den ursprünglichen Text rekonstruieren kann. Genau. Klingt kompliziert, ist es auch vielleicht, aber es ist einfach nur, es ist einfach genial. Ja? Man muss, wie man auf solche Ideen kommt, ist nicht klar. Man erfindet damit neue Kompressionsalgorithmen. Aber genau, tut man das wirklich? Denn was habe ich? Ich habe ja noch bisher gar nichts komprimiert. Es sind bisher noch immer die gleichen Zeichen, aber in einer anderen Reihenfolge. Und diese andere Reihenfolge hat irgendwie besondere Eigenschaften, dadurch, dass sie mit den Suffixen in Beziehung stehen. Aber ich habe noch nichts komprimiert. Es sind bisher gleich viele. Und genau, bla bla bla. Das Coole aber an der BWT ist, dass sie eben so eine Art Sortierung der vorhergehenden Zeichen enthält. Ja, die Reihenfolge der Zeichen in der BWT ist bei einem Text mit ganz vielen Wiederholungen, hat die BWT mehr Wiederholungen als zufällig. Ja? Beispielsweise hier sind in der BWT ganz viele Ts, wenn der Kontext da davor normalerweise, genau, wenn ganz viele thus vorkommt, dann kommt vor den HEs fast immer ein T. Und wenn jetzt irgendwie noch ein anderes HE hier irgendwie drin vorkommt, sowas wie, keine Ahnung, Help oder sowas, oder He, dann ist hier ein anderer Buchstabe
Aber trotzdem ist es in einem längeren Run von ganz vielen Ts. Ja, also die BWT transformiert den Text im Prinzip auf den Vorgängerbuchstaben von allen Vorkommen, von allen Einträgen. Und das ist eben bei ganz vielen Texten, nämlich englische Sprache, aber insbesondere eben sowas auch wie Source Code oder so, wo halt ganz viele ähnliche Buchstaben und viele Sachen sich wiederholen, etwas, was man ausnutzen kann, um im nächsten Schritt dann die BWT mit einem anderen Kompressionsalgorithmus besser zu komprimieren als den ursprünglichen Text. Also eigentlich ist es eine Umordnung, mit der man dann den Text umordnet. Wir wissen jetzt, dass man die vorwärts und rückwärts transformieren kann in Linearzeit. Aber die Umordnung bietet den Vorteil, dass es für andere Kompressionsalgorithmen leichter ist zu komprimieren. Und darauf baut dann BZIP2 auf. Ja? BZIP2 erzeugt die Burroughs-Wheeler-Transform, ja? Und kodiert die mit der sogenannten Move-to-Front-Kodierung und danach irgendwie mit Huffman-Kodierung. Und das sind die groben Schritte von BZIP2, welches lange beliebter Kompressor ist. Und auch der, auch der braucht relativ lange zu komprimieren, und weil bei dieser Kompression halt die Suffixe sortiert werden. Das ist der teure Teil da dabei. Und Move to Front ist ist eigentlich eine ganz einfache Codierung, die machen wir noch. Die Move to Front ist auch eigentlich nur historisch deswegen da drin, weil man wollte es eigentlich mit Run-Length-Encoding machen. Run-Length-Encoding wäre einfach sowas wie, ich schreibe dreimal T hin und dann einmal irgendwas anderes und dann wieder fünfmal T. Also irgendwie ich summiere einfach aufeinanderfolgende Zeichen und repräsentiere sie durch die Wiederholung mal die Zeichen. Aber der RLE-Algorithmus war patentiert und deswegen durfte man den im BZIP2 nicht verwenden und deswegen hat man sich zu Move to Front entschieden. Und Move to Front ist eigentlich ganz einfach. Ist ähnlich, hat ähnliche Kompressionseigenschaften, aber halt nicht patentiert. Ja. Move to Front ist ganz einfach. Man initialisiert so eine Art Liste mit dem Alphabet und diese Liste wird man jetzt dauernd umordnen. Und dann geht man durch den Text und schreibt für jeden Buchstaben die aktuelle Position in dieser Liste. Und wenn man die geschrieben hat, dann wird der Buchstabe rausgenommen aus dieser Position und nach vorne geschrieben. Ja, also das fängt irgendwie damit an, dieses G, kommt eine 3 hin und das G kommt dann Move to Front nach vorne. Ja. Und das ist eine ganz einfache Kompression, genau das nächste ist ein L, das ist eine 4, das L wird nach vorne geschoben, G kommt nach hinten und so weiter und so fort. Was ist der Vorteil daran? Nun, die Zahlen, die hier vorkommen, werden klein, wenn Sachen sich häufig wiederholen. Ja? Also so ähnlich wie RLE. Ja? Und das ist natürlich bei dem, was die Burroughs-Wheeler-Transform macht, dann hoffentlich der Fall bei Sachen, wenn sich die Kontexte sehr häufig wiederholen. Das ist natürlich bei diesem Beispiel, sieht das irgendwie nicht so aus, aber wenn man das Beispiel A, B, 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 C, C, C hat, dann ist offensichtlich, dass hier immer A 1, 1, 1, dann eine 2, dann viele 1er, eine 3, viele 3, eine 4 vorkommt. Natürlich habe ich immer noch gleich viele Zahlen, aber das erledigt man dann mit Huffman-Kodierung. Ja? Und Huffman-Kodierung ist die einfachste Art und Weise, die intuitivste und am ersten gelehrte Art und Weise, solche Kodierungen zu machen, wenn man irgendwie Häufigkeiten von Buchstaben hat. Also man hat hier irgendwie ganz viele Einser und nur eine 2, eine 3, eine 4. Dann werden die seltenen Symbole durch wenige Bits dargestellt, die häufigen Symbole durch wenige Bits, die seltenen durch viele Bits dargestellt. Und Huffman macht das, indem man bla bla bla, die Häufigkeiten von den Symbolen zählt, ja, nämlich das war, glaube ich, in Algo 1 oder in Grundbegriffe schon mal dran. Deswegen ganz schnell. Also die Häufigkeiten der Symbole, man baut dann über die Häufigkeiten der Symbole, man sortiert die Symbole und ihr nach Häufigkeit. In dem Fall, sind die Zweier hier häufig und eine 3. Von wegen sortiert. Aber man fügt zusammen in dem Baum, normalerweise sortiert man, damit man dann irgendwie vorne die hat, die kleine Häufigkeiten haben und die gruppiert man dann zusammen. Man gruppiert die Häufigkeiten zusammen, die beiden Einser zu einer 2, damit habe ich irgendwie die beiden seltensten Symbole zusammengefügt. Und damit baut man den kompletten Baum auf und der Code in diesem Baum ist dann, wie man von der Wurzel zu dem Blatt, dem Symbol kommt. Also die 1 wird hier beispielsweise durch eine 0,1, durch eine 0-Bit und ein 1-Bit kodiert. Habt ihr schon mal gesehen, glaube ich. Ja? Hoffentlich schon mal gemacht.
Ich habe auch schon darüber ge gesagt, die Hoffman-Kodierung ist bei weitem nicht optimal. Arithmetic Encoding ist viel besser. Ich habe das mal in einem kleinen Fun-Project selber verwendet. So viel Zeit haben wir. Ich habe da, naja, Börsenkurse komprimiert und Börsenkurse haben eine ganz tolle Verteilung, denn die Häufigkeit von plus minus 0,01 ist einfach groß. Ja? Es gibt ganz viele plus minus 0,01er Bewegungen auf den Aktienmärkten. 0,02 ist schon deutlich weniger häufig. Ja? Und 0,04 oder sowas, also Veränderungen gibt es gar nicht. Und da hat man das Problem, dass halt ganz häufige Symbole hier vorkommen. Und genau, und die möchte man nicht mit einem einzigen Bit kodieren. Ja? Weil jedes dieser dieser Branches hier, jedes Symbol muss sich von einem anderen Symbol um mindestens ein Bit unterscheiden. Und das ist schlecht. Dafür gibt es Arithmetic Encoding, das auch lange patentiert war. Aber ist ein cooler Algorithmus, weil man damit Fixkomma, weil man da Floating Point Arithmetik mit Fixkommazahlen macht. Soll ich das kurz erklären? Das ist ganz lustig. Bei Arithmetic Encoding tut man sich den. Die ganze Message als eine Zahl zwischen 0 und 1 auf dem also der unendlich feinen, kontinuierlichen reellen Zahlen darstellen. Das heißt, eine Message ist zwischen 0 und 1 eine ganz, ganz lange Fließkommazahl. Und diese lange Fließkommazahl tut man mit Festkomma-Arithmetik immer den ersten Teil quasi abspalten. Ja? Und dadurch bekommt man dadurch muss man nicht mal einen einzigen Bit pro Element ausgeben. Pro Symbol. Ja, das ist der Code. Bla bla. Okay. Genau. Also die Burroughs-Wheeler-Transform ist eine geniale Erfindung. Vielleicht eine der tollsten Erfindungen, die es in der Textindizierung gibt. Basiert eigentlich auf der letzten Spalte der zyklisch rotierten Suffixe im Suffix-Array-Ordner. Dass man die in O von N hin und zum Text zurücktransformieren kann und auch aus dem Text lesen kann, ist erstaunlich und toll. Und es ist die Grundlage für Kompression, aber auch für Indizierung, was ich euch jetzt in den nächsten paar Minuten auch noch zeigen werde. Habt ihr irgendwie Fragen zu der BWT oder erschlagen von der Genialität? Ziemlich. Genau, und das Tolle ist eigentlich, dass man dieses LF-Mapping gar nicht mitliefern muss, sondern dass man das aus der Sortierung, aus der Zurücksortierung, die die BWT einem bietet, extrahieren kann. Okay, aber es ist noch viel cooler, denn die BWT kann man dazu verwenden, in der BWT kann man suchen. Und man kann darin genauso gut suchen, also fast genauso gut suchen wie im Suffix Array. Das Suffix Array hat die Zeitkomplexität m mal log n und die Suche in dem sogenannten FM-Index, worauf, welches hauptsächlich aus der BWT besteht und ein paar zusätzlichen Arrays, hat die Suche m mal log Sigma. Da ist gar kein n mehr drin. Ja, das ist schon ziemlich cool. Okay. Aber genau, und die BWT und so weiter kann man auch noch komprimieren. Das machen wir eigentlich hier wahrscheinlich nicht. Aber die Suche in die Suche in weniger Zeit als log n möchte ich doch irgendwie erklären, anhand der, wie man das in der BWT macht. Und der Schlüssel zu dem Ganzen ist, dass die BWT einem erlaubt, einen Schritt im Text rückwärts zu gehen, ja? Also, wenn ich irgendwie eine Suffix habe, dann erlaubt mir die BWT, dann die vorhergehenden Zeichen anzugucken. Also den Kontext nach vorne zu verlängern. Und deswegen heißt dieser Algorithmus auch Backward Search. Man fängt nämlich paradoxerweise bei dem Pattern hinten an. Ja, das Beispiel, genau, hier gucken wir mal. Genau, das hier ist irgendwie das Beispiel. Das Beispiel ist ja Abra.
Abracadabra, Abracadabra oder so, ja. Und das ist die Suffix Area und das ist die BWT da dazu. Ganz viele Suffixe, das ist nochmal die Definition. Und das Einzige, was man da dann noch zusätzlich braucht, ist ein sogenanntes, man braucht noch ein paar mehr Sachen, aber man braucht ein Array C, was einfach nur die Häufigkeiten der verschiedenen Buchstaben sind, ja. Das ist ganz simpel. Beziehungsweise, nein, Entschuldigung, es ist eine Präfixsumme der Häufigkeiten der Buchstaben. Es ist also die Position im Suffix Array, wo dieser Buchstabe anfängt. Das glaubt ihr mir, dass man das berechnen kann. C fängt an der, Entschuldigung, an der 13. Stelle in dem Suffix Array an. Das ist alles, was C ist. Und dann braucht man noch eine zusätzliche Operation namens Rank. Und die kann man, das sagt einem, wie häufig ein Zeichen in den vorhergehenden I-Indizes auftaucht von der BWT. Das klingt erstmal kompliziert, aber das ist der Schlüssel dazu, dass man rückwärts suchen kann drin. Und dieses Rank, dafür gibt es ganz viele Datenstrukturen, wie man das implementieren kann. Das Beispiel hier ist einfach die Suche nach BAR. Und wie schon gesagt, es ist Backward Search. Der erste Buchstabe, der gesucht werden wird, ist das R. Und die BBT, wie ich gerade schon gesagt habe, erlaubt es mir, den Kontext nach links zu suchen, rückwärts zu suchen, was bizarr ist, aber es ist einfach die Eigenschaft der BBT, nach links zu gehen. Wenn ich also R habe, dann ist der erste Schritt eigentlich ziemlich einfach. Ich möchte, genau, man hält sich bei dem Backward Search immer einen Bereich, nämlich ein Intervall der aktuellen Vorkommnisse. Ja? Und der bisher aktuelle Pattern ist einfach leer und deswegen ist einfach der komplette Bereich das bisherige Suchergebnis. Als nächstes kommt R. Ja? Das Ziel ist, diesen unteren Bereich zu finden und R ist einfach, das geht ganz einfach in diesem Fall, weil man schaut in dem Counter-Array, in dem Array C nach, wo für R 15 und das heißt, der Bereich für R ist halt bei 15, ja, fängt bei 15 an. Und auf diese 15 addiert man jetzt nur noch den Rank von dem bisherigen in der BWT, von R in der BWT bezüglich der bisherigen Ranges, der bisherigen Grenzen, der bisherigen Suchgrenzen. Das habe ich gerade gesagt. C ist irgendwie 15 an der Stelle. Und der Rank, das ist die Anzahl Vorkommnisse von dem Buchstaben R in der BWT vor der 0. Nochmal zurück zu der Folie. Rank liefert einem die Anzahl der Buchstaben, wie häufig x in der BWT vor dem Index i vorkommen. Und wie man die Rank eigentlich berechnet und so weiter, machen wir später. Dafür gibt es extra Datenstrukturen und das Tolle ist, die kann man tatsächlich in konstanter Zeit dann berechnen für so eine Anfrage. Das heißt, Rank ist, die Grenzen sind in dem Anfangsfall irgendwie noch 0 und R kommt natürlich 0 mal vor 0, und deswegen ist das alles 0. Und R kommt die Gesamtzahl von R mal vor der 19, weil das sind einfach alle und das sind einfach 4. Ja? Deswegen, das sind einfach die beiden, das ist dieser untere Fall. Ja? Das ist der erste Fall, der erste Schritt ist immer einfach. So, warum funktioniert das im zweiten Schritt auch noch? Ups, Entschuldigung, meine Güte. Soweit sind wir schon. Soweit sind wir noch nicht. Genau, wir sind jetzt beim A. So, der erste Schritt war einfach. Warum funktioniert es beim zweiten noch genauso? Die Formeln hier unten haben sich nicht geändert. Die erste Komponente bei dieser Backward Search ist immer C von A, weil das einem den Anfang innerhalb des Suffix Arrays, wo der Buchstabe halt vorkommt. Ja? Das ist in dem Fall von A, ist das halt hier die 1. Ja? Das ist einfach. Warum liefert mir die zweite Komponente genau das, was ich brauche? Und das liegt daran, dass die BBT, in der BBT, die vorher, die, dass das einfach die, wenn man, wenn man sich anguckt, wenn ich vor dem R ein A haben möchte, dann liefert mir die BBT einfach genau diese Anzahl,
dieser Schritt zurück sind. Ja? Wie soll ich das erklären? Es liefert mir, genau, das sind, das hier sind alle Suffixe, das hier ist das Suffix, das ist Suffix L, genau. Und das sind die Buchstaben 1 da davor. Und die Anzahl der A's, die an dieser Stelle vorher stehen, ja, das sind diese ganzen A's, die hier oben sind, ja, das ist der sozusagen der Offset innerhalb des neuen Bereiches von A's, wo das R vorkommt. Genau, das ist, was ich eigentlich sagen wollte. Genau. Ich suche eigentlich in diesen ganzen A's, die hier oben sind, den Bereich von den R's. Ja, diese R's. Ja, das ist der Bereich von A's, den finde ich leicht, der steht in C. Aber was ich nicht so leicht finde, ist den Bereich, wo die R's hier stehen. Und dieser Bereich kann ich aber enumerieren, indem ich an dieser Stelle einfach zurückgehe, an der Stelle, wo R anfängt, zurückgehe und zähle, wie viele A's da drin vorkommen, weil diese A's wiederholen sich genau an dieser Stelle. Und damit das ist der Grund, warum diese Rank-Struktur in der BWT sozusagen die vorhergehenden, diesen Schritt zurück, die BWT mir erlaubt, den Blick zurück im Pattern, den Blick im Text einen Schritt zurück, erlaubt mir, diese Backward Search zu machen, indem ich ja einfach zähle, wie häufig ein Buchstabe vorher schon vorkommt. Ja, genau, das ist alles, was ich gesagt habe. Eins ist einfach der Start von dem A-Bereich. Ja. Genau, die Rank beliefert mir halt die Anzahl der A's, die vor R liegen. Und für die zweite Bound, das ist einfach die Anzahl der A's, die vor dem zweiten Ende liegen. Minus 1, das ist so eine Korrekturfaktor. Einfach nur für die Grenzen. Und dadurch kann ich den Schritt innerhalb des A-Bereiches machen und finde dort den Bereich, wo hinter dem A ein R folgt. Da kann man nur sagen, wow, weil wie viel Laufzeit das, genau, wir reden nachher noch über Laufzeit. Schritt B ist dann wieder ganz einfach, ist wieder die gleiche Formel. Ich muss natürlich in den B-Bereich wechseln, aber diesmal suche ich alle Vorgehenden von A, R. Aber ich muss eigentlich nur zählen, wie viele Bs hier da davor kommen, nämlich gar keine, und hier vorkommen 2. Genau, und so weiter und so fort. Und damit habe ich den neuen Bereich 9 und 10. Okay? Man hätte nicht gedacht am Anfang, dass die BWT sowas Tolles erlaubt, aber die BWT erlaubt einem im Text den Kontext vor Buchstaben zu lesen. Und damit kann man bizarrerweise rückwärts suchen in einem Text. Und das ist eine der schnellsten und besten Möglichkeiten, die man hat. Jetzt kann man die BWT auch noch komprimieren. Genau, ich habe noch nicht erklärt, wie das Rank funktioniert. Ich glaube, wir werden das auch nicht wirklich bis zur Gänze durchmachen können. Genau, C und irgendwie eine Datenstruktur namens Rank ist alles, was man braucht, mit der BWT rückwärts suchen zu können. Platz, ja, Platz ist der Platz für die BWT. Und das C und das R. Und wie lange dauert es, diese Rank-Operation zu machen? Und die Rank-Operation ist eine ganz berühmte Sache. Die Rank-Operation hat man eigentlich zuerst mal für Bitvektoren erfunden. Das Bitvektoren sind einfach ganz lange Arrays von 1er und 0er. Und darauf kann man sehr viele Sachen abbilden. Und die Rank-Datenstruktur, die man da drauf baut, ist einfach nur dann, wie viele 1er stehen vor einer gewissen Position. Damit kann man ganz viele Succinct Data Structures machen und da gibt es ganze Vorlesungen dazu. Das Tolle ist, man kann Rank und Select in konstanter Zeit machen und auch mit, ich glaube, 4 N-Bits oder 2 oder in N-Bits plus little o of N Platz, in N-Bits, ja, genau, und konstante Zeit. Genau, und damit ist jede dieser Schritte zurück in der, in der,
in dem Backward Search eben konstante Zeit, einmal Rank, einmal in dem C nachgucken, das irgendwie zweimal machen. Und damit hat man dann in die Laufzeit, die vorher auf den Folien war, nämlich n mal log Sigma. Okay? M mal log Sigma. Ah, ja, richtig. Ach ja, okay, langsam. M mal die Laufzeit von Rank. Die Frage ist, wie macht man Rank? Und genau, in Bitvektoren kann man Rank in konstanter Zeit machen, aber für diese Buchstaben, für die Wavelet-Trees, für die Buchstaben dauert es halt Log-Sigma-Zeit. Und der Schlüssel da dazu ist der sogenannte Wavelet-Tree. Ja, genau. Der Wavelet-Tree ist eine nochmals andere Datenstruktur, mit der man dann Rank in Log-Sigma-Zeit in dem Fall machen kann. Wundert mich eigentlich, dass das nicht schneller geht. Ja. Nochmal? Nochmal, was möchtest du vorberechnen? Ja, genau. Es gibt durchaus die Möglichkeit, einfach alles abzuspeichern. Ja? Das ist tatsächlich auch Teil nachher von den Lösungen, die man für die Bitvektoren hat. Da wäre ich mir nicht so sicher, ja. Wenn du das wäre Alphabet, aber dann mal n, ja, weil das hier die ja beide Zahlen, meine, also wenn du alles vorberechnen willst, dann wäre das hier irgendwie Alphabetgröße und das wäre aber schon Größe n, ja, irgendwie im ersten Fall, das ist ja tatsächlich 15. Das wäre n mal Sigma, das ist ziemlich groß. Dann hast du konstante Zeit, oder was wolltest du überhaupt? Ja, aber wie berechnest du den? Also die naive Art und Weise ist natürlich einfach durchzuscannen und zu zählen, ja? Dann hast du keinen zusätzlichen Platz, aber halt O von N für jede Query. Genau. Ja, aber alles vorberechnen kostet dich halt N mal Sigma. Und Teile vorberechnen ist dann tatsächlich die Lösung, die irgendwie bei Rank rauskommt. Also hier sind ja zwei Parameter. Die ist konstant, die BWT, aber die beiden Parameter sind halt doch relativ groß. Okay. So, und der Wavelet-Tree ist eine Transformation. Ist eine Transformation von ich drücke das immer aus, wie drücke ich das immer aus? Das ist eine Transformation. Ich überlege es mir gleich mal. Genau, also der Wavelet-Tree sieht folgendermaßen aus: Wenn ich irgendwie meine BWT hier habe, dann speichert man, also das, was tatsächlich hier in dunkelgrau ist, das ist das, was eigentlich gespeichert ist. Das, was in hellgrau ist, ist nur als Repräsentation, zur Erklärung da. Und zwar speichert man das ist genau der Wavelet-Tree ist die Art und Weise, wie ich etwas von einer Suchzeit von log n auf log Sigma runterbreche, indem ich vom Indexraum in den Buchstaben, in den Alphabetraum alles transformiere. Das war meine allgemeine High-Level-Überlegung, was der Wavelet-Tree war oder ist, habe ich mal gemacht. Und zwar nimmt man von einem String oder von einem String und betrachtet irgendwie das gesamte Alphabet und teilt das Alphabet auf in zwei Hälften, zum Beispiel nach dem untersten Bit in dem Fall, ja? Nee, nach dem obersten Bit ist das hier gemacht. Und die Buchstaben, die das oberste Bit irgendwie eine 1 haben, dann gehen die nach rechts und die eine 0 haben, gehen nach links. Das war es erstmal. Und das wiederholt man, bis keine Bits mehr übrig sind. Ja, deswegen steht das A bekommt irgendwie eine 1, das R bekommt hat als oberstes Bit, das A hat eine 0 als oberste Bit, R hat eine 1 und deswegen stehen die Rs hier und die As hier. Ja, man teilt das Alphabet auf in zwei Hälften. Macht man hier wiederholt und nochmal, bis halt nichts mehr übrig bleibt. Ja? Und das Einzige, was man sich jetzt abspeichern muss,
sind diese Einser- und Nullerfolgen, ne? Also als Bitvektor. Und damit habe ich das Problem, ein größeres Objekt, nämlich diese Buchstaben, zurückgeführt auf ein Rank auf einem Bitvektor. Wenn ich jetzt den Rang von diesem A, von irgendeinem dieser A's hier in der BWT suchen möchte, muss ich den Rang von dem A erst in dem obersten, dann in dem zweiten und in dem dritten und so weiter und so fort nachschauen. Und dann einfach drauf addieren in der richtigen Art und Weise. Und wenn man nach rechts geht, muss man halt gucken, dass man den linken, also diejenigen, die man gerade, die Entries, die man hier gerade weggeworfen hat, dann nicht vergisst. Ja? Also wenn man nach rechts geht, muss man quasi auf das Ergebnis das draufschreiben, was hier links durch diese Suche wegoptimiert wurde. Okay? Und genau, wenn ich den Rang von irgendeinem von denen mache, muss ich also log Sigma mal Ranks machen. Das ist hier irgendwie unten schön dargestellt. Genau, der Rank von A, und das ist irgendwie das A, irgendeines dieser A's, der ist das, genau, vor der Stelle 11 in dieser BWT ist der Rang, genau, also ist, genau von der 11. Stelle, die Anzahl A's, die da davor stehen, in diesem ersten Knoten. Und das ist irgendwie 5, das ist dieses A. Entschuldigung, die Anzahl Einser da davor, ja, die Anzahl Nuller da davor. Die Anzahl Nuller? Ja, die Anzahl Nuller. Es ist natürlich egal, ob man 1 oder 0 macht. Das ist wurscht. Die Anzahl Nuller da davor. Und das ist ja halt 5. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Und dadurch, dass das A in der kleineren Hälfte des Alphabets ist, weiß ich, dass ich nach links gehen muss. Und dann wiederholt man das Ganze hier, ja, die Anzahl Nuller vor der Position 5. Und die 5 hat man dadurch ausgerechnet, die 5, genau, die Anzahl Nuller vor der Stelle 5. Und die 5 ist einfach diese Position hier drauf runter transformiert. Das ist halt 3, ja. Und dadurch steigt man bis runter ab und findet raus, okay, die Anzahl Einser, die Anzahl A's vor der 11. Stelle kann man aus diesen Bitvektoren durch runterlaufen in dem Wavelet-Tree ja, finden, dass das eben 2 ist. So. Genau. Und was man dabei macht, ist so eine Art ist eine Zerlegung des Objektes nach Alphabet und zwar immer in so eine Art binäres Links- oder Rechtsschritt. Es ist eine Transformation von dem ursprünglichen Objekt, also das, in dem man mit log n irgendwie suchen könnte, auf log Sigma runter. So, wie man das Rank implementiert, ist komplizierter und eine ganze Vorlesung. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten. Da will ich nicht wirklich drauf eingehen. Da gibt es unglaublich viele Sachen. Genau, es geht in konstanter Zeit und deswegen kann man diesen Baum in Log Sigma traversieren. Okay. Genau. Ich glaube, das ist auch, wo ich enden will. Habt ihr denn Fragen zu diesem ganzen Kontext? Was davon ist klausurrelevant? Das ist eine gute Frage, weil die Klausur gerade gemacht wird. Es gab, glaube ich, schon Klausuren, in der die BWT rückgerechnet wurde. Also ihr müsstet das besser wissen, wenn ihr euch schon auf die Klausur vorbereitet. Ich glaube, es war eine der letzten Klausuren, wo die rückgerechnet wurde. Ich glaube, Backward Search kam noch nie dran. Ich kann euch mal empfehlen, das einfach mal von Hand auszurechnen. Vielleicht ohne den Wavelet-Tree, aber vielleicht mal die Backward Search. Also ich habe keine Ahnung, was in der Klausur dran kommt. Also das hat nichts zu bedeuten, was ich hier sage. Ja? Aber ich weiß, dass in den letzten Klausuren die BWT mal vorkam. Das heißt natürlich, die Möglichkeit besteht, dass sie diesmal nicht vorkommt. genau, habt ihr irgendwelche Fragen sonst? Oh je.
Genau, du musst halt die, auf das Ergebnis musst du ja irgendwie diese vorhergehenden, die Größe der vorhergehenden Knoten draufrechnen. Ja, wenn du nach rechts absteigst, das stimmt ja gar nicht. Also je nachdem, was du was für einen Rank du haben möchtest, da kommen ja gar keine A's hier drin vor, in dem linken Teil. Oder Entschuldigung, wenn du nach rechts gehst, dann suchst du ja ein R, ja? Dann kommen die R's gar nicht in dem vorderen Teil vor. Was du anpassen musst, ist immer die Tiefe, die du hier suchst, ja? Und das liefert dir einfach die Tiefe, in der du hier suchst, ist das Ergebnis des vorherigen Ranks, weil das einfach die Anzahl der Einser ist. Ja? Nee, verzweifelt. Ein Beispiel, wo man in die andere Richtung absteigt, oder was? Ja, das können wir vielleicht tatsächlich machen, wenn ich die Folien irgendwie finde dazu. Sieht man da was? Okay, dann machen wir das doch mal. Genau, wir wollen das Problem an diesem Beispiel ist, dass ich das machen wir mal C. Ja? C müsste, das nicht ganz klar ist, wie man C zerlegt. Ja? Also C müsste die Reihenfolge 1, 0, 0 haben. Ja? Ah, D draus, dann haben wir 1, 1, 1. So, genau, wir machen einfach mal Rank von 11, machen wir 11, behalten wir einfach, 11 ist diese Position, ja? Das sind hoffentlich 11 Buchstaben hier da davor. Die Anzahl Einser in dem Fall in diesem Knoten, der heißt irgendwie B-Epsilon. Und das ist einfach, das ist die Anzahl Einser. Eins, weil das ist das hier. Ja, eins kommt dahin. Weil das die Zerlegung von dem Buchstaben D in Bits ist. Ja. Ich möchte also wissen, also wie viele Einser hier da davor vorkommen. Da muss ich jetzt zählen. Das ist 6. Und und dann muss ich eigentlich nur noch, genau, ich muss einfach Rank von, genau, dann das ist der erste Knoten, ich bin mit dem Rupp sagen. Dann gehe ich zum nächsten Knoten, das ist halt der B1er Knoten. Und jetzt muss ich von, genau, an der Stelle 6, Index 6, diesmal die 0 suchen. Wie viele Nuller kommen da davor? In B1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Genau, das sind einfach alle. Das sind zwei. Und dann muss ich zum nächsten. Ich möchte ja links absteigen, das weiß ich durch die Reihen, die Nuller und Einser. Ich suche hier jetzt den Rank von zwei Einsern. Das ist der da. B, ja, keine Ahnung, wie heißt denn der B10? An der Stelle 2. Das sind die da. Wie viele kommen da vor? 1. Genau. Genau. Das war's. Also was man hier macht, ist, du zählst, wie viele. Du musst. Das war ein schlechtes Beispiel, was wir hier zufällig gewählt haben, weil eigentlich berechnest du diese Punkte. Der eigentliche Clou ist die Indizes in den unteren Knoten auszurechnen. Und die Indizes die Indizes in den unteren Knoten hängen halt davon ab, wie viele von den Buchstaben hier in dem vorhergehenden Knoten quasi in diesen Knoten runtergewandert sind. Ja? Also jede Null, die hier vorkommt, ist ein Eintrag hier unten. Ja? Und wenn ich die Stelle 11 hier suche und in diesen Knoten hinein absteige, dann muss ich zählen, wie viele
quasi abgebildet wurden nach unten. Mal die mal hier ein. Diese Nuller werden abgebildet und diese Nuller, deswegen gucke ich einfach nach, wie viele es sind, um diese neue Grenze zu finden. Und das wiederholt sich. Und das kann ich mit den Einsern machen, wenn ich nach rechts gehe, oder mit den Nullern, wenn ich nach links. Okay? Ist eigentlich ganz einleuchtend. Okay, irgendwelche Fragen? Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend.